In diesem Video geht's um den Style der Pariserinnen. Ich bin die Nancy, ich bin 51 Jahre alt und betreibe diesen Kanal Kleidung kombinieren für alle von euch, die Interesse und Spaß an dem Thema Mode haben und die sich nicht nur für die neuen Modetrends interessieren, sondern auch dafür, wie sie mit dem, was sie im Kleiderschrank haben, immer wieder neue und angesagte Looks kreieren können. Abonniert meinen Kanal gerne und aktiviert auch das Glöckchen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Ich war in Paris gewesen, um einfach mal zu schauen, wie die Pariserinnen sich denn so kleiden und was die denn für einen Stil haben. Weil hier auf YouTube habe ich immer wieder mal Videos gesehen und auch gehört, dass die Pariserinnen, die Französinnen da so ein ganz besonderes Geschick für haben und sich irgendwie viel unkomplizierter und besser stylen als die deutschen Frauen. Und da habe ich mir gedacht, das möchte ich jetzt wirklich mal sehen und möchte das einfach auch für mich mal prüfen und ich würde mal sagen, ja, so ein bisschen reflektieren und bin deswegen nach Paris gefahren. Ich habe mir da ganz viele Frauen angeschaut und habe auch den Fokus drauf gelegt, wirklich mir eher so die Ü50-Frau anzuschauen. Und auch die Frau, die dort auch lebt und im Alltag unterwegs ist. Weil ich finde, das ist auch nochmal ein Unterschied, ob man sich jetzt für eine Gala stylt oder ob man irgendwie im Alltag unterwegs ist. Und es gibt schon mal eine gute Nachricht vorweg. Ich persönlich finde, dass wir deutschen Frauen uns sehr gut kleiden und dass wir irgendwie uns nicht schlechter oder so kleiden als die Pariserinnen. Ein paar Dinge sind mir aufgefallen, die anders sind und die habe ich jetzt mal für euch so ein bisschen zusammengefasst. Und dann könnt ihr euch das rauspicken, was für euch vielleicht interessant ist und was dann auch eure Mode, eure Garderobe, eure Outfits aufwerten kann. Zum einen ist mir aufgefallen, dass die Pariserinnen jetzt gerade im Oktober immer eine Strickjacke getragen haben. Also die hatten überall eine Strickjacke dabei. Also wenn sie jetzt an der Bäckerei, an der Boulangerie, sagt man ja da, gestanden haben, dann mit Strickjacke morgens. Klar, ist ja auch praktisch. Und man hat oftmals so Varianten gesehen, die dann so nur bis zur Hüfte gingen. Also nicht eine ganz lange Variante, sondern so eine mittlere oder kurze Variante. Und diese Strickjacken haben die auf alles kombiniert, sei es auf Kleider, auf Tops oder auch auf Blusen. Beim Thema Pullover ist mir aufgefallen, dass die Französinnen oftmals einen Pullover auch dabei hatten, sofern sie jetzt nicht eine Strickjacke getragen hatten. Und die haben eben so eine schöne Art, wie sie eben diese Pullover drapieren über ihre Schulter, über ihren Rücken oder dann auch so schräg drapieren. Das hat mir besonders gut gefallen. Da seht ihr jetzt ein Foto von so einer Frau, die das so gemacht hat. Und ich fand, das sah echt gut aus. Und ich glaube, das werde ich auch mal so machen. Das nächste, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Pariserin, ja, ich sag mal so, was die Schuhe angeht, wirklich sehr, sehr leger und locker gekleidet ist. Die meisten Ü50-Frauen hatten flache Schuhe an. Das waren zum Teil noch Espadrilles. Es ist ja auch noch warm im Oktober mittlerweile hier in Europa. Dann hat man sehr viele Sneaker gesehen oder auch solche, ja, Pantoletten, würde ich mal sagen, mit Korksohle. Ihr wisst, was ich meine. Damit ist die Pariserin so durch den Alltag gelaufen und sie ist damit nicht nur zur Boulangerie gegangen, sondern ich habe auch Frauen gesehen im Luxuskaufhaus Lafayette, die dann auch genau solche Schuhe anhatten. Ihr seht jetzt ein Beispiel dazu. Das ist eine Dame, die eben solche Pantoletten trägt und die hat eben ein Kleid an. Das fand ich jetzt auch ganz geschickt, was man ja auch im Sommer tragen kann und hat das Ganze kombiniert mit so einer Hemdbluse, die sie so im vorderen Bereich geknotet hat. Das fand ich auch sehr geschickt und ich finde, das werde ich mir wahrscheinlich auch abgucken, weil damit kann man ja dann auch seine Kleider, die man im Sommer getragen hat, auch eine ganze Weile noch im Herbst oder Winter tragen.
Ne? Und man kann sich ja entscheiden, dass man jetzt nicht unbedingt eine Leinenbluse oben dann knotet, sondern man kann vielleicht auch ein schwereres Material nehmen, ein Flanell beispielsweise. Und dann ist das schon deutlich wärmer. Oder man greift wieder zu der Strickjacke. Hier seht ihr ein Beispiel von einer Frau, die ist ganz bestimmt Ü60 gewesen. Die trägt ein trendiges grünes Strickkleid und hat das kombiniert mit solchen ganz sportlichen Sneakern in Weiß und in Rot. Und damit das wieder passt, hat sie darauf grüne Socken kombiniert, die genau eben das Grün haben wie das Kleid, was sie eben trägt. Und da sieht man dann schon, dass die sich auch Gedanken machen, ne? Was so ein bisschen matcht und passt. Und es ist dennoch alles sehr pragmatisch und entspannt. Was auch sehr beliebt war, war das Tragen von solchen Halstüchern. Überall habe ich Frauen gesehen mit Halstüchern, sei es in so einer kurzen Variante, also einfach geknotet und dann hat man eben das Tuch hier, also die Enden so runterhängen lassen oder auch so als Dreiecksvarianten eher im oberen Bereich, ja. Oder ich habe auch Frauen gesehen, die einfach einen dünnen Schal anhatten und der war einfach nur so über den Hals gelegt, hing dann so locker runter und hat so dann eben das Outfit ergänzt. Zum Thema Handtaschen sind mir zwei Dinge aufgefallen. Zum einen habe ich super viele Pariserinnen gesehen, die so eine ganz einfache Stofftasche dabei hatten. Das war irgendwie so eine Basistasche, die die immer mitgenommen haben. Und diese Stofftaschen, sofern sie eben einen Henkel hatten oder so einen Riemen, der eben lang genug war, der wurde immer über die Schulter getragen. Stofftaschen gab es in jeglichen Variationen, ganz einfache Varianten in so einem hellen Beige, ihr kennt das, oder aber auch so richtig schön bedruckte Taschen oder mit Linien oder aus so ein bisschen, ich würde mal sagen, so einem festeren Material, aber ich würde mal sagen, also die Pariserin hat mehr Stofftaschen getragen, als dass sie irgendwelche Designer-Handtaschen getragen hat, was ich jetzt so eher so vom Klischee her erwartet hatte. Und zum Thema Designer-Handtaschen kann ich sagen, ich habe in den 3 Tagen ganze 3 Frauen gesehen, die mir so richtig aufgefallen sind, die Ü50 waren und eine Designer-Handtasche getragen haben. Ihr seht jetzt eine davon, die hat irgendwie so eine kleine Variante in der Hand. Und dann war da auch eine ältere Dame, die war ganz bestimmt schon Ü60, vielleicht auch Ü70. Da hätte ich es gar nicht erwartet, ne? Da habe ich auch gemerkt, dass man irgendwie vom Kleidungsstil her dann darauf schließt, welche Handtasche eine Frau hat. Und ich fand, ihr Stil war jetzt so ein bisschen kunterbunt gemischt. Und dann sehe ich, dass sie da so eine Louis Vuitton Handtasche von Louis Vuitton in der Hand hat. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet. War aber eine Seltenheit. Im Gegensatz zu den Touristinnen, die man zum Beispiel im Lafayette gesehen hat, da habe ich sehr viele auch US-Amerikaner gesehen und ich hatte den Eindruck, dass da auch viele Frauen aus Saudi-Arabien irgendwie waren und die hatten natürlich alle tolle Designer-Handtaschen. Ansonsten habe ich auch sehr häufig Jeansjacken gesehen, die dann zum Beispiel auf Blusen, auf Shirts kombiniert wurden. Und ich habe Französinnen gesehen, die solche Hemdblusen offen getragen haben, also als Jäckchen. Und ich finde, damit kann man auch irgendwie einen anderen Style dann nochmal reinbringen in seine Outfits, gerade wenn man das farblich so ein bisschen differenziert oder mit Streifen wählt, ist eine einfache und schöne Variante, mal was anderes zu machen mit dem, was man im Kleiderschrank hat. Ich hoffe, ihr könnt ein paar Dinge mitnehmen von dem, was ich so in Paris gesehen habe, um eure Outfits, die ihr bereits im Kleiderschrank habt, nochmal so ein bisschen zu variieren. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr an Outfits bei den Pariserinnen besonders schön findet oder ob ihr vielleicht selbst schon in Paris wart und da auch selbst Erfahrung gemacht habt, ne, die ihr hier mit uns in der Community teilen könnt. Notiert euch auch gerne schon mal den 11. November, da kommt wie gesagt mein Video raus zum Thema Wintertrends und wir sehen uns bald wieder hier auf dem Kanal, dann natürlich mit einem neuen Modethema. Bis bald, tschüss!